Hallo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schaut, wir sind ja jetzt Zeit heute. Okay, Video? Was erzählt der Typ überhaupt? Was erzählt überhaupt? Ja. Wir sind jetzt, wo sind wir? Im Power M Fitness Center in Regensburg. Power M Fitness Center, ganz genau. Und wir trainieren heute einmal, wir haben gesagt, wir machen ein knackiges Armtraining. So ein bisschen, und weil so ein bisschen, der, ich hab einfach scheiß Arme und der Steve hat so brutal im Bizeps heute und er hat gesagt, er weiß, weil es Geld. Und der zeigt mir das eins. Ganz genau. Also wir, wie gesagt, wir fangen mal mit Trizeps an, oder? So, ja, ein bisschen aufwärmen erst. Aufwärmen, genau. Wir können von mir aus abwechseln. Bizeps, Trizeps, Bizeps, Trizeps. Je nachdem, ja. Kurz und intensiv, weißt du, so bei manchen anderen Aktivitäten. Ganz genau. Jetzt fangen wir an. Was machen wir überhaupt? Wir machen halt 3-3-3 und dann schauen wir weiter. Also na, eigentlich machen wir so 3 Arbeitssätze und der letzte davor als Dropset. Ja. Und dann halt so richtig zum Auspowern. Wiederholung vielleicht so 12, 15 so. Ja. Boom! Boom! Solche Handlearme heute überhaupt noch. Also wenn man jetzt die erste Übung macht, also quasi Trizeps Pushdown mit so einer Stange halt, mit einer gebogenen. Und jetzt machen wir schon die nächste Übung, Joe ist schon am Kickbacken. Der kleine Kickflipper. Der zählt ja jetzt noch als Aufwärmen. Jetzt wird das auf. Würde ich hingehen und halt schauen, immer erstmal vom Gewicht gucken. Ja. Ein, zwei Sätze zum Gucken, wo ist dein Gewicht für 12, 15 Reps so. Weil gleich hingehen und Arbeitssatz finde ich nicht gut. Genau. Und dann kannst du eruieren. Und halt am besten auch immer schau, wenn du die Übung machst, wenn du kannst, dass du einen Spiegel hast, damit du dich selbst kontrollierst, dass du das auch richtig machst. Verstehst du? Jetzt steht immer die Linie, dass jeder weiß, dass du eigentlich gar nicht so breit bist. Eine Schritte nach vorne, dann schaut die ganze Sache schon wieder anders aus. So, fertig ist aber wieder mit der nächsten Übung. Jetzt wird so. Ich wollte ja eine Aufnahme für. Und was kommt? Und dann fragt er, wer ist das? Sag einmal. Alter, was weiß ich, wer das ist. Das Ding ist, jetzt kommt. Das Foto, das findest du nie wieder. Und das ist mein Handy-Hintergrund seit 5 Jahren. Und jedes Mal, wenn ihr ein iPhone habt, glaub's halt nicht, das transferiert mir doch die Daten aufs neue Handy. Und dann ist das immer das drin. Das Handy habe ich nämlich gar nicht mehr, das Bild habe ich nicht mehr auf meinem Handy, sondern ich habe das bloß nur da so. Und deswegen kann nie mein Hintergrund ändern. Blödsinn, also wird doch kein Hintergrund. Warum hast du kein Bild von mir drinnen? Ja, weil die zwei geile Weiber als Hintergrund haben, wir nicht so einen hässlichen Typen. Also, nächste Übung, was machen wir jetzt für Übung? Wir machen jetzt quasi so. Ein Seil. Das sind eigentlich auch, was sind das, wie heißt die Übung überhaupt? Ha? Wollt ihr den Namen da rein? Trizeps drücken. Trizeps drücken, ja. Überkopf. Theoretisch wäre es Überkopf, weil du so drückst. Ja, ja. Aber du kannst es natürlich auch so nach vorne. Hier geht es lediglich darum, das ist dafür wichtig, weil wenn du so Trizeps machst, dann hast du hier oben keinen kompletten Stretch. Der Trizeps ist nur dann komplett gestretched, wenn du den Überkopf hast. Dann ist der komplett gestretched und um das geht es uns hier, um den Stretch. The sandstorm, I fought it, though I wanted it.
eigentlich mit Bizeps stört. Ich gehe zum Ballermann und Bizeps raus. Ja. Machen wir ganz simple Curls nur mit, genau. Mit Kurzhantel. Zuerst Curls mit, im Drehen, gell? Man kann also quasi normale Curls machen, Corner Curls mit Eindrehen. Drei verschiedene Varianten. Also man kann einmal komplett schon eingedrehte machen, man kann einmal das Hammer Curls machen und man kann es quasi oben mit Einsehen machen. Wichtig ist hier, dreh's rein, so fest du kannst und dann oben Druck am kleinen Finger. Ja, warum? Warum? Weil dann trainieren wir mit richtig den Peak da. Genau. Die meisten fragen mir immer so, wie kriegst du nur so einen krassen Peak? Du musst so es reindrehen, ja, schau. Genau. Weil wenn du jetzt schau zum Beispiel genau, so, ja. SZ-Stange, schau. Und das ist dieses letzte kleine Stückchen, was dann fehlt, deswegen hat nämlich der Steve so einen krassen Bizeps. Weil ich immer am Durchdrehen bin. Der Twister. Nebenbei vielleicht nur drauf halt. Ja klar, aber hast du gerade Angst, dass das Gewicht zu viel wird? Ist es zu viel, bist du zu schwach? Ja, ganz genau. So, Bizeps trainiert. Schau, bist du zufrieden mit deinem ja, Punkt? Was auf jeden Fall ein guter Punkt. Also, Und ja, wir sind fertig mit Training. Joey haut sich schon ein paar Riegel rein. So ein Bullshit, Alter. Ich hab einen und er hat schon drei Riegel gegessen. Jetzt weißt du, woher der große Bizeps kommt. Aber ich hab gar keine Hände. Wir fahren jetzt zum Joey wieder heim, chillen ein bisschen. Und ich würde sagen, Training fertig, deswegen. Das Video ist fertig, sage ich danke fürs Einschalten. Und falls ihr mehr mit Joey sehen wollt, jetzt wird es grün, jetzt wird die Cam kurz. Und falls ihr mehr mit Joey sehen wollt, dann lasst uns wissen in den Kommentaren natürlich heute. Genau. Weil Joey wohnt ungefähr 2,5 Stunden. Nicht aus der Welt. Nicht aus der Welt, genau. Also kann man da mehr machen. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Falls du ansteigst. Ciao.